Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's Aubertin und heute gibt es einen weiteren Part von Karten, die jeder Spieler besitzen sollte. In dem heutigen Video geht es wieder um eine Handtrap. Die heutige Handtrap nennt sich Gauz und Schlossvogel oder Jaws and Lockbird. Jaws and Lockbird ist im aktuellen Format nicht so gut, aber, und das ist ganz wichtig, wenn das richtige Deck kommt, ist Jaws and Lockbird eine richtig gute Karte. Denn diese Karte kann einen ganzen Spielzug beenden. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, was Gauz und Schlossvogel überhaupt ist. Es ist ein Windmonster, Stufe 1, Hexer-Effekt-Monster und hat den folgenden Effekt. Falls der Hand deines Gegners ein oder mehr Karten vom Main Deck hinzugefügt werden, außer während der Draw Phase, Schnelleffekt. Du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen. Für den Rest des Spielzuges können keine Karten vom Main Deck an Spielers der Hand hinzugefügt werden. Diese Karte sorgt also dafür, dass euer Gegner weder ziehen noch searchen kann. Heißt, er muss mit den Karten, die er jetzt auf der Hand hat, bis zum Ende des Spielzugs klarkommen. Und das kann für viele Decks ein richtiger Blowout sein. Das ist jetzt hier die Structure Deck Variante, deswegen ist das auch eine Common Version. Die ist also nicht so teuer, weil sie in neuen Structure Deck rausgekommen ist. Würde ich aber sagen, habt ihr auf jeden Fall dreimal zu Hause, weil die ist für euer Side Deck auf jeden Fall wichtig. Weil wenn ihr gegen das richtige Deck spielt und ihr spielt Game 2, habt ihr auf jeden Fall immer euer Side Deck. Wenn ihr zum Beispiel gegen Sky Striker oder sowas spielt, kann ihr euch das Game entscheiden. Was aber viel wichtiger ist, wenn jetzt quasi ein Deck kommt, was nur noch searchen möchte oder Karten zieht, braucht ihr diese Karte, um mithalten zu können. Weil diese Karte stoppt das quasi und hält den ganzen gegnerischen Zug auf. Deswegen würde ich die immer dreimal zu Hause haben, weil die, selbst wenn sie nicht Main Deck gespielt werden kann, wegen dem aktuellen Format, weil so viele verschiedene Decks rumlaufen, wie es aktuell so ist, trotzdem gegen verschiedene Decks richtig gut ist. Das aktuelle Meta ist ja Sky Striker, Salamangreat und Thunder. Gegen Thunder Dragons macht die nicht ganz so viel, aber gegen Salamangreat und gegen Sky Striker ist die wirklich richtig gut. Deswegen habt ihr auf jeden Fall dreimal im Side Deck, wenn ihr nicht sogar Main Deck spielen könnt. Wenn ihr jetzt Trickster zum Beispiel spielt, da ist sie nämlich richtig, richtig broken, sagen wir es mal so. Dann würde ich sagen, das war's wieder von dieser Karte für heute. Lasst mir unten in den Kommentaren da, was ihr gerne für Karten in dem Format sehen wollt. Was ihr für Karten haltet, die jeder Spieler besitzen sollte. Und lasst mir mal ein Abo da, damit ihr weitere von meinen Videos sehen könnt. Dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein. Ciao.